Hi Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal, heute mit einer weiteren Folge von Project Castaway, in der wir uns das Bausystem einmal komplett ansehen werden. Joint auf jeden Fall meinem Discord, falls ihr das noch nicht getan habt, auch gerade wenn ihr in Shrouded spielen solltet, denn da startet ab morgen ein riesiges Großprojekt. Vergesst es einfach. Ansonsten würde ich mich natürlich über ein Abo freuen und nun wünsche ich euch viel Spaß bei dieser Folge. Let's go! Ja Leute, und damit herzlich willkommen zu diesem wunderschönen Sonnenaufgang hier im Project Castaway. Ich denke, wir warten jetzt noch ein bisschen ab, bis es wirklich richtig schön ist, damit wir natürlich auch sehen, was wir überhaupt tun. So, ich glaube, jetzt sollte es langsam hell genug sein, dass wir uns mal das Baumenü anschauen können. Wir sind jetzt hier auf einer anderen Insel. Wundert euch also nicht, dass hier hinten ist eigentlich die Insel, auf der man startet. Ich bin natürlich schon mal ein bisschen rumgesaust und habe ein bisschen erkundet. Und ja, jetzt sind wir auf dieser wunderschönen Insel und wir können uns jetzt mal anschauen, was man sich denn überhaupt alles bauen kann und was sich am meisten lohnt oder was man für was braucht und so weiter und so fort. Da öffnen wir natürlich zuerst wieder unser kleines Büchlein, denn wir können hier ja auch bauen. Natürlich haben wir verschiedene Optionen. Hier können wir ja zum Beispiel ein Feuer bauen und hier auch noch Lagersachen und so. Aber wir gucken jetzt uns einfach mal quasi die Unterstände an. Und da haben wir einmal diesen Lean-To-Shelter. Der sieht so aus. Ja, ist ganz nett. Vielleicht für den Anfang würde ich aber tatsächlich nicht bevorzugen. Ich würde da an eurer Stelle, wenn überhaupt, diesen Large Shelter bauen, wie auch schon im letzten Video gesagt, denn da ist einfach mehr Platz drin. Wenn wir weiter gucken, dann gibt es hier auch noch ein Zelt und ja, weiß ich auch nicht. Also das ist halt auch so ein Baby-Ding und keine Ahnung, für mich jetzt nicht unbedingt gemütlich. Genau, das sind auf jeden Fall so die einfachen Sachen, die ihr eben hier aus eurem Buch craften könnt. Es gibt auch Blueprints, aber ich weiß nicht, ob man da irgendwie noch ein Zelt oder so findet, was man sich craften kann. Das müssen wir dann sehen. Was wir jetzt aber möchten, wir gucken mal hier in die Tools und wir sehen hier den Stonehammer. Der erlaubt uns, dass wir eben neue Strukturen bauen können und mit dem Hammer kann man auch Sachen zerstören. Das heißt, gecraftet habe ich ihn schon. Ihr braucht dafür einmal so einen kaputten Stein und einmal einen kleinen Ast. Und wenn ihr den habt, dann rüstet ihr ihn natürlich aus. Und ihr seht schon, hier unten steht, drücke R für Start Building. Und das werden wir jetzt mal tun. Und schon erscheint hier quasi das Baumenü. Und da können wir uns jetzt auswählen, was wir möchten. Wir haben als erstes natürlich hier die Plattform. Die kann ich jetzt hier mit meinem Mausrad einfach drehen. Genau, wir haben hier verschiedene Optionen. Wir können das einmal mit Holz machen und einmal mit Metallplatten. Ich weiß tatsächlich nicht, was sich mehr lohnt. Ich denke natürlich Holz, weil ihr davon halt immer am meisten findet. Das heißt, wir nehmen uns mal einfach so eine kleine Holzplattform. Und die setzen wir jetzt, wo setzen wir sie denn hin? Was ist denn ein schönes Plätzchen? Ja, keine Ahnung, vielleicht einfach hier an die Steine. So, einmal gesetzt. Dann nehmen wir natürlich noch hier die zweite und ihr müsst immer gucken, dass ihr so mit dem Zeiger von eurer Maus hier auf diese roten Kreise geht, weil dann rastet es nämlich ein. Genau, und schon haben wir eine kleine Plattform. Leider gibt es keine Triangelobjekte oder noch nicht. Vielleicht kommen die ja noch ins Spiel. Und was braucht man denn noch? Man braucht auf jeden Fall natürlich eine Treppe. Mit E und Q können wir hier rotieren. Das heißt, wir gehen mal zur Treppe und hier haben wir auch die Möglichkeit, einfach so eine Treppe zu bauen oder eine, die halt ja dann so in den ersten Stock hochgeht. Wir brauchen jetzt natürlich nur die kleine. Die reicht uns völlig aus. Und dann brauchen wir natürlich auch noch eine Tür. Da haben wir auch wieder die verschiedenen Methoden, hier aus Metall oder sogar aus Palmwedeln eine zu bauen. Aber Holz ist natürlich eigentlich schöner. Dann gehen wir weiter zu den Wänden. Hier natürlich die klassische Holzwand, die Metallwand und die Palmwand. Wir bleiben natürlich beim Holz und ich starte mal hier. Ich setze das jetzt alles schon mal und dann gehe ich farmen und dann bauen wir das ganze Ding. Und dann sehen wir mal, wie es ausschaut, wenn es dann tatsächlich fertig ist. So, eins hier, eins da. Ach so, genau, es gibt natürlich auch Fenster, die wollen wir ja nicht vergessen. Die gibt es auch wieder in Holz und
Metall- und Palmwedeln. Dann machen wir uns hier zwei Fenster rein. Müsste ja reichen. Und was brauchen wir noch? Wir brauchen dann natürlich noch eine Tür. Die gibt es jetzt hier nur aus Holz. Und wenn wir uns hier so drehen, dann sehen wir die Innenseite oder hier die Außenseite. Setzen uns natürlich die Außenseite dran. Wir können dann noch einen Stuhl bauen, aber das würde ich halt erst machen, wenn ich das Haus quasi einrichte. Was wir jetzt noch brauchen, ist natürlich ein Dach. So, jetzt sehe ich natürlich da nicht mehr gescheit rein, aber es geht irgendwie. Hier gibt es halt aktuell auch nur so ein Flachdach. Das wäre auf jeden Fall cool, wenn man dann tatsächlich auch noch normale Dächer bauen könnte. Genau, und das war es auch eigentlich schon zum Baumenü. Mehr ist es aktuell ja noch nicht. Ich kann euch nochmal hier die Stühle bzw. Bänke zeigen. Hier haben wir so eine ganz normale kleine süße Bank. Hier haben wir einen Stuhl, hier haben wir so ein Hockerchen und hier haben wir dann auch einen Tisch. Gut, meine Lieben, dann werde ich jetzt auf jeden Fall zum Holzfällen gehen und dann sehen wir uns, wenn ich das alles vorbereitet habe. So, meine Lieben, es wird auch wieder Tag. Ich habe die ganze Nacht jetzt durchgefarmt und ja, natürlich dauert es ein bisschen, bis man die Masse alle zusammen hat. Aber dadurch, dass man beim Baumfällen ja immer Kokosnüsse findet, verhungert man oder verdurstet man tatsächlich auch nicht. Und apropos verhungern und verdursten, es gab ja heute ein Update und der Hunger geht, ich glaube, es waren 50% schneller. 50% weniger zurück. Das heißt, ihr seid auch länger satt und das finde ich ziemlich cool, weil das ist schon echt immer relativ schnell gegangen. So, wir sind wieder zurück bei unserem kleinen Häuschen und ihr seht schon, hier habe ich mir einen ganzen Stapel an Baumstämmen hingelegt. Ich hoffe, wir haben auch 36 gefällt, denn wir brauchen 36 für dieses Häusle. Also, das heißt, wir starten. Leider können wir immer nur zwei Baumstämme tragen und mit R können wir die dann da rein verfrachten. So, das werde ich jetzt mal machen, solange bis es fertig ist. Und ich hoffe, dass mir die Baumstämme reichen werden. So, meine Lieben, die letzten beiden Baumstämme. Und ja, ich habe tatsächlich ein bisschen zu viel geholt, aber sicher ist sicher. Wir packen sie gleich rein. Und jetzt ist unser Haus fertig. Mit E können wir die Tür öffnen und auch wieder schließen. Und schon haben wir eine kleine Mini-Hütte mit wunderschönem Ausblick zum Sonnenaufgang. War natürlich von Anfang an so geplant. Haha, nein, Spaß. Ja, was können wir denn jetzt noch machen? Wir nehmen wieder unseren Bauhammer, klicken auf R und machen uns jetzt einen Tisch und einen Stuhl. Jetzt lasst uns mal überlegen, vielleicht machen wir das irgendwie hier so hin. Aber irgendwie richtig, weil der ist doch schief, oder nicht? Nein, wieso stellt sich der Tisch denn schief hin? Ich kann halt nur in diesen Schritten rotaten. Ja gut, dann haben wir halt einen Tisch, der schief steht. Und was nehmen wir für eine... Nehmen wir so eine Bank oder einen Stuhl? Ich glaube, ich nehme einen Stuhl, denn sonst weiß ich wieder nicht, in welche Richtung ich mich hinsetzen muss. Den packen wir so hin. Dann sind wir damit fertig und packen unseren Bauhammer weg, können jetzt wieder in unser Journal gehen und uns zum Beispiel hier ein Elevated Bed hinstellen. Wo stellen wir denn das hin? Ich würde sagen, das tun wir hier hin. Dann können wir nämlich beim Aufwachen schön den Sonnenaufgang beobachten. Und was gibt es denn noch, was man sich Schönes reinstellen kann? Ein Feuer wäre natürlich auch nicht schlecht, ist nur immer ein bisschen kritisch. Ne, dass man sich so ein Feuer in eine Holzhütte stellt. Aber gut, mei, das ist jetzt auch nicht so schlimm. Die stellen wir uns hier hin, so neben den Eingang. Genau. Und jetzt könnten wir uns natürlich auch noch eine Box herstellen. Aber ich weiß nicht, ob ich die hier drinnen haben möchte. Ja, wir stellen sie jetzt einfach mal hin. Ich baue das Ganze jetzt und dann sehen wir uns gleich wieder. So, wir sind fertig. Ich habe hier alles gebaut. Wir haben hier einmal das bessere Bett, dann unsere kleine Box, unseren Tisch und wir können uns sogar hier hinsetzen. Finde ich echt super cool. Wie kann ich jetzt wieder aufstehen? Leute, Hilfe. Hallo. Oh mein Gott, ich hasse es. Wieso kann ich nicht aufstehen? Ich habe es rausgefunden, ihr müsst einfach nur Escape drücken. Wie kommt man denn dazu, dass man Escape drücken muss, um von irgendwo aufzustehen? Naja gut, never mind. Hier ist unsere Feuerstelle, unsere kleine.
Was ich jetzt noch vergessen habe, wir können uns natürlich auch noch so eine Standfackel hier hinstellen. Vielleicht hier neben das Bett. Die baue ich dann im nächsten Part. Und dann, was ich euch noch zeigen wollte, es gibt ja am Strand diese Schilder, die man findet und die kann man auch platzieren. So, und wir können jetzt sagen, wenn man es irgendwie schön sieht, wir hängen es jetzt da hin. Alarmsystem in use. So, deswegen, hier hat keiner einen Zutritt, sonst geht der Alarm los. Ja, Leute, und in dem Sinne war das auch eigentlich schon alles, was es über das Bausystem zu sagen gibt. Und damit beende ich den Part auch an der Stelle. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Mir hat es auf jeden Fall richtig viel Spaß gemacht. Und solltet ihr Bock drauf haben, euch mal den Merch anzusehen, dann schaut auf jeden Fall hier und scannt den QR-Code. Da sind nämlich richtig viele coole Sachen mit dabei. In dem Sinne, Leute, ich wünsche euch einen schönen Abend und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, bye bye.